Also wir sind im Jahre 2010 gestartet mit der Baumaßnahme, Biogasanlage und Kuhstall. Und 2012, im Juni, haben wir hier mit den Erdarbeiten begonnen und hatten eigentlich gehofft, ein Jahr später hier melken zu können. Leider hat sich dieser Wunsch nicht bewahrheitet, aber wir sind umso glücklicher, dass sich heute bei allerherrlichstem Wetter das Karussell nicht nur dreht, sondern die ersten Kühe hier oben sind, aus dem Stall rausgucken. Mittlerweile vielleicht welche über einen Verbindergang den Weg in den Vorwartehof finden. Und mit ganz, ganz viel Glück sollte es in wenigen Minuten losgehen mit dem Melken hier. Und dann sind wir mehr als glücklich, glaube ich. Und na, man könnte fast sagen, es ist geil. Das Karussell funktioniert so. Kühe kommen hier auf der rechten Seite rein zum Antrieb. Dann melken wir hier mit zwei Melkern. Die haben Blutböden, wo sie sich auf Höhe ihren Arbeitsplatz einstellen können. Der erste Melker reinigt im Prinzip das Euter, melkt vor. Der zweite Melker, da diese Blutböden sind, ca. 7 Plätze auseinander, dass genug Zeit da ist, damit das Oxytocin wirken kann und die Milchkanne einschießen. Und dann hängt der zweite Melker die Kuh an. Das Karussell fährt ca. eine halbe bis eine dreiviertel Runde, dann müsste eigentlich die Kuh fertig sein. Wenn ein gewisser Milchfluss unterschritten ist, wird das Melkzeug automatisch abgenommen. Und ganz zum Schluss kommt eine Schleppwanne, wo das Melkzeug durchgeschoben wird und wird zwischendesinfiziert.
Ganz am Ende haben wir einen Dip-Roboter positioniert, wo die Kuh nochmal gedippt wird, dass der Schließmuskel geschlossen ist, erst mal in der ersten halben Stunde, dass keine Infektion stattfinden kann. Und dann geht die Kuh rückwärts wieder raus und kann wieder ruhig entstellen.